Moin allerseits, ich bin Sven von outdoorminimalist.net und heute sind mal wieder die Lastentiere unterwegs, aber gar nicht schwer. Und zwar sind wir heute mal ziemlich leicht sogar unterwegs. Warum, wieso, weshalb und so, das zeige ich euch morgen früh, wenn es wieder hell ist. Wir haben jetzt minus 3 Grad und sind mit ziemlich moderner Ausrüstung unterwegs und wirklich verhältnismäßig leicht. Ich habe nur eine Wolldecke mit, die konnte ich dann doch nicht weglassen. Und wir suchen uns jetzt einen Platz. Wir sind nach Feierabend losgefahren, haben ja wieder unsere guten 3 Stunden Anfahrtszeit. Also es ist jetzt stockduster. Wir haben jetzt 9:30 irgendwas in dem Dreh. Und suchen uns jetzt erstmal einen Platz. Und werden heute auch nicht mehr so viel machen. Also ich zeige euch vielleicht noch das Lager so ein bisschen. Und ansonsten sehen wir uns morgen früh wieder. Das Einzige, was noch über ist, ne? Also wir sind jetzt 2 Stündchen schön gelaufen. Schön durch den Schnee gestapft immer. Was uns echt so ein bisschen langsamer hat vorwärts kommen lassen. Haben jetzt aber einen Platz gefunden, der okay ist, aber nicht ideal. Aber okay genug. Wenn man seinen Tarp auf jeden Fall im Schnee abspannen muss, dann sollte man den schön quer nehmen. Spannung und dann richtig schön ordentlich Eis drauf. Damit ihr euch da einen Schneeanker bastelt. Das funktioniert ziemlich gut und hält auch. So, das ist mein Schlafsetting für heute Nacht. Unten habe ich die Eva-Zoot. Ich wollte eigentlich erst die Savotta-Matte mitnehmen. Da ich aber auch die Hängematte mit habe, habe ich dann doch die Eva-Zoot genommen, weil die ein Tuck flexibler ist und vor allem 5 cm breiter. Für den Boden hätte ich aber eigentlich lieber die Savotta genommen. Ich habe dazwischen aber noch die Neo Air, da drauf Grüzibäck. Das Murmeltier, das teste ich jetzt auch nochmal solo, weil wie gesagt, ich will da nochmal so ein bisschen an den Grenzen kitzeln. Und da wir heute Nacht minus 3, minus 4 Grad bekommen, beziehungsweise minus 3 haben wir schon, will ich mal gucken, was der Schlafsack dann so die Nacht überbringt. Ich habe eine dünne Wolldecke mit, so als, ja, als Backup einfach, wenn es dann doch kühl werden sollte oder zu kühl werden sollte, dass ich dann einfach ja, die Decke mit dazu nehmen kann. Ja, wir haben jetzt minus 5 Grad. Noch so ein kleiner Tipp, wenn das arschkalt ist, packt über Nacht eure Wasserflaschen kopfüber rein. Ja, so, kopfüber rein. Dass wenn das dicht friert, dass es halt oben dicht friert und nicht direkt am Mundstück. Damit ihr morgen früh draus trinken könnt. Könnt ihr natürlich auch mit im Schlafsack nehmen. Aber ich will jetzt nicht, ich habe 3 Liter insgesamt, die will ich nicht alle mit reinnehmen. Weil die halt schon gut runterkühlen. Ja, und ist kalt genug. Für die Nacht habe ich wieder meine Gummistiefel-Inlets. Die habe ich euch schon vor einer ganzen Weile ja mal gezeigt. Habe ich euch aber gar kein Feedback zugegeben. Die funktionieren auf jeden Fall super und sorgen dafür, dass man echt keine kalten Füße im Schlafsack, in der Wolldecke, im Pelz, was auch immer hat. Das ist echt gut und wiegen jetzt auch nicht die Welt. So, das ist jetzt 1 Uhr, kurz nach 1. Wir haben jetzt beide soweit ja, alles fertig. Ich habe mich jetzt auch schon mal in den Schlafsack reingelegt. Die Decke nehme ich wirklich nur als Backup. Die habe ich jetzt momentan nur als Kopfkissen mitverwendet, weil ich ja, wirklich sehen will, wie das passt, wenn ich mit Kleidung in den Schlafsack reingehe. Ob der ausreicht oder ob ich da wirklich noch ein bisschen zu brauche. Dafür ist die Decke als Backup, deswegen nehme ich die nicht gleich. Ja, nach unten ist kein Problem. Die Neo Air, die kann das locker ab, die kenne ich seit Jahr und Tag. Und darunter habe ich noch eine Eva-Zoot, also das passt auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt minus 5, ja, minus 5,5, so es ist so zwischen 5 und 6. Also es ist noch ein klein bisschen kälter geworden als erwartet. Und ja, so außerhalb des Schlafsacks jetzt hier drin ist ganz kuschelig. Aber hier drin ist, also draußen ist echt arschkalt. Deswegen werde ich mich hier jetzt schön alles dicht machen, alles zumachen, allen Kälteschutz an. Und dann werde ich mich auch direkt schlafen legen. Bis morgen früh. So, die Nacht ist überstanden. Das war echt eine der kältesten Nächte seit langem. Also in dem Schlafsack war echt arg grenzwertig.
Hat keine halbe Stunde gebraucht, dass ich die Decke in Einsatz hatte. Weil der Schlafsack alleine, keine Chance. Relativ lange geschlafen, ist ja auch schon hell, sieht man. Weil wir sind ja auch erst nach eins, irgendwann haben wir uns hingelegt. Boah, ich bin gerade ziemlich im Eimer. Aber ich freue mich jetzt auf den Tee, was Kleinigkeit zu essen. Und so muss ich in die Gänge kommen. Meine Schuhe sind sehr eingefroren. Ja, mal auch zwei Eisblöcke. Tiefgefrorene Schuhe, die sind echt steinhart. Ja, ich freue mich nicht so richtig mit den Füßen da rein. Ja, das ist aber doch auf minus 7 runtergegangen. Schlafsack wird bei ihm zum Trocknen aufgehangen, dass er so ein bisschen gefriertrocknen kann. So, wir bauen jetzt erstmal ab und suchen uns dann einen schönen Platz zum Frühstücken. Hier ist einfach Eis und Schnee viel zu tief. Ziemlich im Eimer. Aber ich muss jetzt erstmal so ein bisschen in Gang kommen. Ich habe soweit alles eingepackt. Ich muss sagen, das ist sehr nervig, dieser ganze Kleinkram. Also wir sind nicht mit Naturmaterial unterwegs, sondern komplett mit Plastik. Und das ist echt nervig. Also sind gute Sachen auf jeden Fall. Also das will ich gar nicht schlecht reden. Und das Gewicht ist super angenehm, weil man damit sehr, sehr, sehr gut angenehm laufen kann. Und wir wollen heute halt einfach mal so ein paar Kilometer mehr machen. Das haben wir die letzte Zeit halt mit unseren 25 Kilo Rucksäcken nicht gemacht. Da ist die Strecke immer recht kurz ausgefallen. Und wir wollten ganz gerne einfach mal wieder ein paar Kilometer mehr, auch mal ein bisschen mehr nach oben und durch Schnee stapfen und so weiter. Deswegen wollten wir ein bisschen leichter sein und haben dann gedacht, wir machen mal wieder so ein guter alter Trekking-Manier, wie wir es früher auch gemacht hatten. Dass wir dann wirklich mit leichter Ausrüstung unterwegs sind. Es ist insofern auch noch mal ganz gut, da ich ja demnächst mal ein Fazit zu Naturmaterialien geben möchte, weil ich damit jetzt 2 Jahre unterwegs bin. Da ist es auch ganz gut, noch mal wieder die andere Seite ausgiebig zu testen, um dann wirklich einen direkten Vergleich zu haben. Und ja, das Geknister geht mir echt auf den Zeiger. Und dass man jede Kleinigkeit irgendwie so klein zusammenrollen und in extra Tütchen mit kleinen Bänderchen und es hat jede Menge Getüdel, ist alles nicht dramatisch, absolut nicht. Also es ist auch nur, das ist Jammern auf hohem Niveau, also von daher passt das schon. Angesagt waren übrigens maximal minus 3. Wenn ich von den minus 3, wenn ich von den minus 7 ausgegangen wäre, dann hätte ich meinen Pez noch dazu genommen und dann die beiden gekoppelt. Das wär, glaube ich, richtig kuschelig angenehm warm geworden. Bei minus 7 Grad nur den Sommerschlafsack. Also wie gesagt, das angegeben ist eine Extremtemperatur von minus 10 und ich bin ja mit Klamotten und so weiter ran, also von daher ist es alles noch im Rahmen. Und ich habe ja auch geschlafen, aber schön ist anders. Auf jeden Fall gibt's lecker Kaffee. Um mir guten alten Trekkinglinien treu zu bleiben, habe ich sogar aus dem tiefsten meiner Ausrüstung meinen Gaskocher rausgeholt. Ich bin kein riesen Freund von Gaskocher, aber irgendwie dachte ich, das passt. Den habe ich jetzt seit 4 Jahren nicht mehr in Verwendung gehabt. Ich hoffe, der funktioniert noch. Chris hat aber auch noch einen Hobokocher mit. Also dieser Platz und das Sitzen hier und die Sonne,
Und einfach darauf warten, dass das Wasser heiß wird für den Kaffee. Das ist schon echt gut. Und das entschädigt für die scheiß Nacht. Ja, aber so scheiße war sie nicht. Die war halt nur bitterkalt. Mal ordentlich gefroren. Rausging. Ja, der Kaffee zieht schön durch. Chris hat hier so eine kleine 5-Minuten-Terrine so von der Art. Und sein Käffchen da. Ich mache mir auch in wirklich guter alter Manier die Eulenpacks. Ich habe hier Schwabtiti. Das kommt gleich schön auf den Gaskocher. Das hat früher schon immer gut funktioniert. Die Tour ist so ein bisschen Zeitreise für uns beide. Und zwar so Zeitreise in unsere Anfangszeit zurück, wo wir mit vielen der Sachen, mit denen wir jetzt hier unterwegs sind, Gas und so weiter, halt auch da schon unterwegs waren. Aber es war auch mal wieder ganz schön. Also ich finde, ich bin da auch nicht dogmatisch und sage nur noch Naturmaterialien, definitiv nicht. Eine Mixtur ist gut. Ich bin froh, dass ich meine Wolldecke mit hatte. Also die wollte ich auch nicht zu Hause lassen. Ja, man hat mal Bock auf das, man hat mal Bock auf das. Also ich finde, da ist so einfach nur eine Religion fahren und sagen, nur das ist das Richtige, das ist totaler Quatsch. Also finde ich. Was sagen Sie dazu? Durchaus. Ah, sehr gut. Schön leicht unterwegs. Er kann mit wenigen Worten das Gleiche sagen, wofür ich 10 Minuten brauche. So, das brutzelt schön vor sich hin. Ich hoffe, es ist kein Wasser für die Zubereitung, auch wenn hier gerade im Moment mehr als genug in der Umgebung rumliegt. So, wir haben Sack und Pack zusammen und machen uns jetzt auf den Weg, so ein paar Kilometer. Wollen wir heute nämlich noch laufen. Nee. Also hier ist weitflächig spiegelglatt. Da muss man echt aufpassen, das Bike haben wir leider nicht dabei. So, wir haben jetzt erstmal so ein bisschen Kälteschutz abgelegt. Wir haben zwar immer noch minus 3 Grad, aber dadurch, dass man hier auf dem Schnee unterwegs ist und halt auch immer mal hoch, mal runter, reicht eine Schicht weniger definitiv aus. Und die Sonne scheint auch richtig gut. Also wir haben so ein Glück mit dem Wetter, es ist so herrlich. Also wenn das heute so bleibt, dann haben wir den perfekten Tag für eine schöne Wintertour erwischt. Minus 3 ist auch okay. Mal gucken, wie kalt es heute Nacht wird. Wie gesagt, eigentlich war minus 3 ja so als Tiefstemperatur für dieses Wochenende in der Nacht angesagt. Aber naja, so konnte ich tatsächlich den Grüziberg mal so ein bisschen in den Grenzbereich bringen. Und es hat funktioniert. Nicht komfortabel, aber es hat funktioniert. Muss ja auch nicht immer komfortabel sein. Sind ja nicht auf dem Pony hoch, ne? Schön die Sonne auch ist, die taut überall so die Oberfläche an von dem Schnee und es ist echt arschglatt stellenweise. Da wäre das Bike schon ganz praktisch gewesen. Was mich heute Morgen noch genervt hat bei der Ausrüstung, dieser ganze Kleinkram und so weiter, das ist beim Laufen echt ein Segen, weil der Rucksack halt einfach massiv leichter ist. Aber wie gesagt, wir haben sonst so zwischen 25 und 30 Kilo mit unserem Natural Bushcraft Kram. Und ja, jetzt sind wir, ich weiß nicht, wie schwer wir sind, aber wir sind deutlich, deutlich leichter. Ich werde das zu Hause vielleicht mal wiegen. Ich möchte trotzdem die Naturmaterialien nicht missen, weil da viele Punkte sind, die ich deutlich lieber mag. Also da werde ich mir, glaube ich, mal so eine schöne Kombination aus beiden Welten basteln und dann einfach so einen Mittelweg finden. Ich sage mal, 20 Kilo kann ich auch noch leben. Nur je näher man an 30 kommt, desto weniger schön wird es, wenn man Strecke machen möchte. Ja, da geht es heute leider nicht hin. Ich hole euch mal ran. Könnt ihr sehen? Das ist der Brocken. Ah, ich weiß gar nicht, ob man es richtig sehen kann, aber wo ist das Finger? Da. Da wollen wir jetzt erstmal als Zwischenstopp hin und da mal so ein bisschen Mittagessen, Tee trinken und ein bisschen ausruhen.
Ist wirklich enorm, was das hier für ein Schaden ist. Vor allem, ich kenne das alles noch grün, richtig grün. Naja, Natur ist immer im Wandel, aber das ist schon heftig. Gucken, wie es in den nächsten 10 Jahren aussieht. Es tut echt in der Seele weh, wie viel hier tot ist. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob das alles der Borkenkäfer war. Also als ich das erste Mal hier war, das ist jetzt gut 12 Jahre her, da habe ich sogar hier oben auf dem Achterbahn gepennt. Das war eine echt coole Nacht. Aber da war noch alles grün. Komplett alles ringsherum war noch grün. Ich muss mal bei meinen Fotos gucken, ob ich das noch finde. Ob ich da eine schöne Aufnahme habe, dann blende ich die mal ein. Das war ringsherum einfach nur Wald. Und jetzt ist da echt alles tot. Genau hier habe ich vor 12 Jahren das erste Mal auf dem Achtermann gepennt. Genau auf der Ecke da, die Kante. Hier war eine schöne Aussicht. Oh, hier ist alles tot. Das ist unglaublich, echt. Auch wenn das hier überall ziemlich harmlos aussieht, aber in die Richtung ist das hier eine einzige Schlitterpartie, weil die Sonne schmilzt die Oberfläche. Wir haben jetzt auch plus 6 Grad und das gefriert quasi direkt wieder und wir haben hier wirklich richtig mies Glatteis. Also wir haben uns beide jetzt schon 2-mal hingelegt. Also mit schnell vorankommen ist nicht und mit viele Kilometer fressen auch nicht. Da muss man jetzt eher so ein bisschen mit Bedacht vorgehen und seine Schritte gut wählen, weil man hier stellenweise auch bis zum Knie noch im Schnee einsackt, weil die Oberfläche angetaut ist, brüchig geworden ist und man sackt direkt runter. Also hier muss man einfach so ein bisschen langsamer vorgehen. Wetter ist fantastisch, ohne Frage. So langsam irgendwo toten Punkt, sind schon arg müde, sind jetzt aber auch schon fast 8 Stunden auf den Beinen. Natürlich zwischendurch Pausen gemacht und sowas, eine längere Mittagspause hatten wir auch, aber sind 8 Stunden hoch. Die Nacht war jetzt auch nicht so ergiebig. Wir schauen uns hier nochmal einen Punkt an, da soll nochmal eine ganz schöne Aussicht sein, das wollen wir uns anschauen. Und wenn wir das gemacht haben, dann suchen wir uns auch so langsam mal einen Platz, wo wir dann das Nachtlager aufstellen. Wir haben auf jeden Fall einen richtig großartigen Platz gefunden zum Pennen. Erstmal ist es schön, dass hier kein Schnee liegt. Und da ist direkt Aussicht. Also man ist hier direkt am Hang und kann hier so ein bisschen runter gucken. Da vorne kann man sogar nachher noch irgendwas essen, sich hinsetzen. Richtig gut. Mein Setting steht, habt ihr ja soweit gesehen. Ich bin diesmal mit der Hängematte unterwegs. Die hatte ich mit eingepackt. Aber ich habe nicht den Underkill dabei. Den testet nämlich Chris. Den sieht man da vorne so ein bisschen baumeln. Er hat bei sich noch eine Eva-Zoot mit reingelegt. Und ich habe bei mir auch eine Eva-Zoot, sieht man hier noch so ein bisschen. Und eine Wolldecke mit reingelegt. Ich denke, dass mir das Setting so ja, besser zusagt als mit diesem Underkill. Aber ja, werden wir sehen. Mal schauen, wie das heute Nacht wird. Also es wurde gestern ja deutlich kühler, als sie eigentlich vorhergesagt haben. Wir waren aber auch direkt in der Umgebung von einem großen See und da ist es tendenziell immer deutlich kühler durch die Feuchtigkeit, als es in anderen Gebieten ist. Dafür sind wir hier halt deutlich höher. Mehr Kälteschutz habe ich logischerweise nicht dabei.
Die Wolldecke muss so ein bisschen auch nach unten hin mit als Isolation dienen, isoliert aber auch hoffentlich ein bisschen nach oben. Dann habe ich den Grützibag noch drin. Mein Grützibag. Und ja, ich habe da hinten nochmal, das ist so ein Thermarest-Kissen. Ich brauche zum Pennen ein Kissen, ich finde das einfach komfortabler. Und dann sollte es eigentlich passen. Echt schön finde ich die Aussicht von der Hängematte aus. Ich habe so gespannt, dass ich aber noch ein bisschen was sehen kann und einfach direkt darunter gucken kann. Ist jetzt natürlich offener und lässt ein bisschen mehr Wind durch, aber ich wollte mir diesen Ausblick einfach nicht nehmen lassen. Woran ich mich bei dem Tarp noch ein bisschen gewöhnen muss, ist die limitierte Anzahl an Abspannpunkten. Man ist halt wirklich auf diese Art der Abspannung festgelegt. Dafür ist es natürlich auch primär da. Deswegen will ich mich da jetzt gar nicht groß beschweren oder so. Ich finde das Tarp an sich wirklich super, weil es sich schön abspannen lässt. Und in Verbindung mit einer Hängematte ist das halt auch einfach ideal, weil es ja genau eben darauf zugeschnitten ist. Also wie ich schon sagte, ich denke mal, wir werden uns heute relativ zeitig hinlegen. Mal abgesehen, dass es saugemütlich aussieht, bei Chris nicht minder. Haben wir halt beide so ein gewisses Schlafdefizit von letzter Nacht. Und wenn es diese Nacht vielleicht nur auf minus 3 Grad runtergeht, dann werden wir, glaube ich, auch super schlafen, weil dann ist es hier auf jeden Fall warm genug in dem Setting. Minus 7, das war halt so ein bisschen, härter. Ich habe mich eben mal mit dem White Hunter so ein bisschen ausgetobt. Und zwar habe ich uns hier bei diesem umgestürzten Baum einfach mal so eine Sitzfläche gemacht. Sieht man hier vielleicht. Hier vorne so ein bisschen flach gemacht, da kann der Gaskocher draufstehen. Und das ging super gut. Also sehr ermüdungsfrei für die Hände. Das finde ich immer sehr angenehm, wenn man mit dem Werkzeug etwas mehr, ein bisschen länger arbeitet, dass es immer noch angenehm zu führen ist. Das war hier definitiv der Fall und ließ sich super, super gut mit hacken. Das hätte ich ja sonst eigentlich mit einem Messer nicht gemacht, aber das Messer ist einfach darauf ausgelegt. Ich hätte euch das ja gerne gezeigt, aber ich muss so ein bisschen bei meinem Akku haushalten. Die letzte Nacht, also die Kälte, hat meine Akkus extrem leer gesogen. Also sowohl der Kameraakku als auch meine Powerbank sind ja ziemlich am Ende. Ich habe nicht mehr so viel Saft, deswegen werde ich keine langen Aufnahmen, wo ich noch sehr viel, ja, wo ich einfach laufen lasse und dann nachher mir das Beste raussuchen und schneide und so weiter, kann ich momentan einfach nicht machen. Deswegen versuche ich euch einfach mal bei relevanten Sachen dazu zu holen, die ein oder andere schöne Aussicht noch einzufangen. Und ich glaube, damit habe ich dann auch ein schönes Video zusammen, wenn das alles fertig ist. So, wir haben jetzt eben was gegessen. Und ich habe keinen Travel Lunch gemacht, weil die Wasserreserven momentan relativ knapp sind. Und hier ist zwar Schnee, aber nicht allzu viel. Und auch sehr oberflächlich, so dass ich es nicht schmelzen möchte, um da Wasser aufzustocken. Ich hatte noch so eine zweite, ja, so ein zweiter von diesen Schalen, die ich mir gemacht habe. Ich muss sagen, wirklich, ja, Travel Lunch ist zwar praktisch für Tracking, mich stört aber, dass das halt einfach so viel Wasser verbraucht. Das gefällt mir halt einfach nicht. Ich finde es praktisch, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist, auch leicht unterwegs sein möchte, dass man nicht draußen kocht, weil draußen kochen definitiv mehr Aufwand ist. Man muss noch was zum Saubermachen mit dabei haben, in der Regel die Zutaten und so weiter. Mag ich sehr, sehr gerne. Wisst ihr, ich gehe sehr häufig raus, draußen zu kochen, aber halt nicht jedes Mal. Und gerade wenn man so ein bisschen länger und weiter unterwegs sein möchte, ist das schon nicht verkehrt, so eine Fertigvariante zu haben. Finde ich zumindest. Ich finde es einfach angenehm. Das ist euch ein herrlicher Anblick, oder? Da vorne sieht man so ein bisschen diese Lücke. Kann man zumindest die Schnur noch erkennen. Da hängen unsere Hängematten. Das heißt, wir haben genau die Aussicht. Ja, wir werden uns jetzt auch noch hier irgendwo schon hinsetzen, werden uns den Sonnenuntergang noch angucken. Wenn die Sonne komplett untergegangen ist, dann werden wir uns auch hinlegen. Also wir sind beide wirklich arg müde. So die letzte Nacht zeigt ihre Spuren. Das waren, wie gesagt, nicht so viel Schlaf. Da werden wir uns auch wirklich kurz nach Sonnenuntergang dann auch wirklich zum Schlafen wirklich reell hinlegen. Und ja, ich denke, dass wir dann auch sehr früh aufstehen werden, weil ich nicht glaube, dass wir dann von, was weiß ich, von 20 Uhr bis 7 Uhr oder sowas durchpennen. Also so viele Stunden am Stück, das schaffe ich nicht. Also mal gucken, wann wir da wach werden. Ich werde mir morgen früh kein Frühstück machen können, Chris ebenso wenig, weil wir beide nur noch Travel Lunch haben und die Wasserreserven einfach so knapp sind. Wir haben jetzt beide noch knapp 400 Milliliter. Das reicht so ein bisschen jetzt, um gleich noch was zu trinken, die Nacht über vielleicht was zu trinken und morgen früh vielleicht noch einen Tee aufzusetzen. Aber für einen Travel Lunch reicht es halt einfach nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein Platz zum Wiederkommen. So, langsam geht es in den Minusbereich. Wir haben jetzt knapp minus 2. Mal gucken, was da die Nacht noch geht. So, das ist so meine Aussicht aus der Hängematte. Ich werde hier noch so ein bisschen liegen und einfach gucken, wie die Sonne untergeht.
Und wenn die Sonne komplett verschwunden ist, das so richtig dunkel ist, ja, dann werde ich mich auch hinlegen, wie gesagt. Aber das Schauspiel gucke ich mir noch zu Ende an. Ich sag für heute schon mal gute Nacht. Ich werde bestimmt noch mal so ein, zwei Sachen in die Kamera sagen. Vielleicht noch mal den Sonnenaufgang zeigen. Je nachdem, wie früh wir aufstehen. Oder so ein bisschen vom Weg oder sowas. Aber ich denke mal, ich werde mich morgen noch mal wenden. Deswegen verabschiede ich mich jetzt erstmal für heute, aber noch nicht für das Video. Bis morgen. Ja, moin. Nacht war richtig traumhaft. Ich habe 8 Stunden am Stück durchgepennt wie so ein Baby. Also richtig gut. Das ist nachts auch deutlich wärmer geworden. Als wir uns hingelegt haben, waren das -2 Grad, -3. Und als ich dann ein paar Stunden später nachts einmal kurz austreten musste, da waren es 0 Grad. 0 Grad plus so nur zwischen 0 und 1. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also in dem Bereich sehe ich auch den für mich Komfortbereich von dem Grützeberg, wenn ich mit Klamotte reingehe. Also ich habe einfach so gut geschlafen, wie gesagt, 8 Stunden am Stück, bevor ich wach geworden bin. Und habe jetzt, bin jetzt einfach noch, weil es so gemütlich ist, liegen geblieben. Und düst so ein bisschen vor mir hin. Ich muss auch sagen, dass ich die Optionen, einfach die Eva-Zot in die Hängematte reinlegen, wesentlich besser finde als den Kilt, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also es ist einfach saubequem. Ich finde für mich vor allem ganz gut, dass die Eva-Zot der Hängematte nochmal so ein bisschen Struktur in der Breite gibt. Und dass das Reinlegen ist für mich einfach komfortabler und ich schlafe einfach wahnsinnig gut. Also das bleibt definitiv die, ja, der Kälteschutz der Wahl für die Hängematte. Hängematte auch super komfortabel, also ich liege da sehr, sehr gut drin. Ich habe jetzt auch 1 Stunde hier gelegen, einfach nur vor mich hingedöst. Was einfach so komfortabel ist und das tut vor allem so gut im Vergleich zur letzten Nacht. Also die letzte Nacht war schon echt, echt happig. Und diese Nacht ist so wirklich traumhaft. Also ich habe für mich auch jetzt klipp und klar festgestellt, Underkill brauche ich nicht. Also nicht, weil er schlecht ist, das will ich damit gar nicht sagen, das ist Geschmackssache. Und er macht ja seinen Dienst auch. Aber ich bin mit meinem Setting, wie ich es jetzt seit Jahr und Tag einfach habe, mit meiner Eva-Zot in der Hängematte, bin ich einfach so zufrieden. Und es passt alles und ich schlafe so gut, dass ich da einfach keine Verbesserung habe. Und von daher, ja, brauche ich es einfach auch nicht. Die Hängematte, wie gesagt, ich kann es nur sagen, also ich hätte nicht gedacht, dass die so komfortabel ist. Also ich habe die mit dem Gedanken gekauft, ah, so klein und leicht wie die ist, werde ich beim Komfort Abstriche machen müssen. Aber dafür habe ich halt so eine Backup-Notfall-Hängematte, die nichts wiegt quasi. Und ich muss gar keine Abstriche machen, absolut nicht. Also auch die Aufhängung gefällt mir sehr, sehr gut. Und gerade mit der Eva-Zot drin hat man halt einfach wieder so, da baut man sich so eine etwas festere Wanne. So langsam, wenn man dann aber doch aufsteht und so einen Kram zusammenpacken, ein bisschen durch die Gegend knistern. Ja, was ich doch festgestellt habe, der Gaskocher, der hat mal wieder Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe den jetzt 4, 5 Jahre nicht in Verwendung gehabt. Aber ja, war mal ganz lustig, aber ich bleib dabei, ich mag kein Gas. Also mich stört, dass der, also mich stört der Gasaustritt beim Rein- und Raufschrauben. Mich stört die Kartusche, mich stört das Fauchen, wenn die Flamme läuft. Das ist einfach so Sachen, die nerven mich. Gaskocher ist super praktisch, ohne Frage. Ist aber persönlich nicht meins. Aber ich bin so ein bisschen, ihr hört das vielleicht, so ein bisschen verrotzt durch die Nacht. Aber ja, erstmal in Gang kommen und dann sollte ich das auch legen. Aber wie gesagt, wir bauen jetzt erstmal ab. Dann wird sich noch ein Tee gemacht. Und dann geht es auch schon Richtung Heimat, beziehungsweise erstmal Richtung Auto und dann Richtung Heimat. Also gut die Hängematte auch ist, den Packsack finde ich so medium gut, sag ich mal. Es ist ein ziemliches Gefühl, das da reinzukriegen. Nicht dramatisch, aber es wird halt so eine ziemliche Wurst. Und was bei mir so ein bisschen nervig ist, auch nicht dramatisch,
dass die hier einfach schlicht nicht halten. Sprich, ich will das komprimieren, zack, und die gehen immer wieder von selbst auf. Also hier kann ich echt nur noch mal sagen, so hochwertig das Grundprodukt doch ist, so minderwertig ist in meinen Augen, tut mir leid, Amazonas, aber die Verpackung. Also das hier ist direkt aufgerissen. Das ist jetzt die dritte Verwendung. Und hier ist jetzt direkt, seht ihr, das wäre bis hierhin eigentlich zu. Das ist einfach stumpf aufgerissen und das ist, da brauche ich jetzt nicht mal Kraft aufwenden, das wird weiterreißen. Und auch hier gilt, dass diese Kompressionsriemen, wenn ich die ein bisschen komprimieren will, die gehen immer wieder auf. Das ist einfach zu glatt. Das ist hier, hält einfach nicht richtig, das ja, bringt gar nichts. Ich fände es da ganz schön, wenn man da wirklich eine Verpackung hätte, die vielleicht ein klein bisschen größer dimensioniert ist, vielleicht 10 Gramm mehr wiegt, aber wo man den Kram halt auch reinbekommt, vernünftig reinbekommt und was halt nicht gleich auseinanderfällt. So, das ist alles wieder gut eingepackt. Mantel habe ich oben drüber gelegt, den brauche ich nicht. Es ist jetzt echt deutlich wärmer. Ja, wir haben jetzt plus 1 Grad und nachdem er sich gestern das permanente Minus so ein bisschen gewöhnt hat, fühlt sich jetzt echt gerade kuschelig warm an. Ist doch schön, dass es hier so warm ist, aber das taut natürlich auch alles wieder. So, wir werden uns für heute dann auch verabschieden. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Auto, laufen vielleicht noch eine halbe Stunde oder so. Oh, das ist ja dunkel wie ein Bärenarsch. Also da ist nicht viel zu sehen. Wir machen uns jetzt auf den Weg, beziehungsweise sind schon am Laufen. Genießen so ein bisschen die Aussicht. Wir haben Sterne, klaren Himmel. Vielleicht kann man im Hintergrund auch den Mond sehen. Moment. Ja, könnt ihr? Wahrscheinlich wieder nicht. Meine Kamera kommt mit Dunkelheit nicht allzu gut klar. Schön auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, irgendwelche Fragen habt oder so, einfach ab in die Kommentare damit. Könnt mich auch gerne über meine Homepage oder über Instagram anschreiben. Wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Schaut gerne auch bei meinen anderen Videos rein und ja, wenn euch gefällt, was ihr seht, dann freue ich mich, wenn ihr auch mir noch ein Abo da lasst. Bis zum nächsten Mal. Seht zu, dass ihr rauskommt.